Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge. Ich bin wieder da mit dem Verspäten aus Rante 2. Wir haben gerade unglaublich schon ein Rennen gewonnen. Also für euch, für mich war es gerade. Für euch war es schon länger her. So. Mit uns fährt die Polizei, aber schon, die sind schon weit entfernt. So, ich suche mir gleich mal noch ein Rennen. Ups, gecrashed. Aber ich habe kein Rennen gesucht, also. So. Dann, was machen wir? Wagen, was haben wir alles? Lancia, was für ein Auto haben wir? Eins, manche. Und ich bleib im Lambo. Rennen, was haben wir hier? Turbulenz. Mittel. Storehouse. Hinterhalt. Nehmen wir das. So. Fahren wir mal dorthin. Ich fahre ganz langsam. Ah, ich fahre jetzt auf die Tankstelle. Einmal tanken bitte. Danke. Egal, gelb. Die typische Lamborghini-Farbe. Ah, gut. Dann fahre ich halt von dort. Alter, das scheiß Navi geht mir auf die Nerven. Hey, was steht da? So, dann drehen wir mal so um. Ich mache das immer recht kompliziert. Ich will nämlich an keinen Zivilisten. Ich will mein Auto unbeschadet lassen. Ich wollte, dass mein Auto schön bleibt. Aber bei dem Rennen, was wir jetzt fahren werden, ich glaube, es war Hinterhalt und bei Hinterhalt wird unser Auto sowieso nicht schön. Wenn ich mich nicht täusche, ich bin mir nicht ganz sicher. Können von da auch fahren, oder? Klar. Sehr gut. Du hast Sticker, also Rahmenchassis werden wir bekommen, das ist gut. Das hält eindeutig mehr aus, wir würden noch nicht so oft crashen. Ja. What the fuck? Liebe Entwickler von EA. WTF? Okay. Und ich dachte, das Spiel soll realistisch gestaltet werden. Ich sag nichts. Weil, ich meine, was gibt es denn? Ein Karussell aus Polizeiautos? WTF? Das war auch ein sehr kreativer Mensch, der sich ja die Vorschau für Rennen einfallen lassen hat. Oh, da kann ich hier durchfahren. Oh, da kann ich nicht weiterfahren. Scheiße. Ja, also ich park mal aus. So, jetzt können Sie es vergessen, jetzt erwischen Sie uns nicht mehr. Wenn ich es nicht crashen würde. Oh, da kommt er. Straßensperre. Ah, okay, SUV Straßensperre. Komm schon. Die haben mich in Need for Speed im ersten Teil auch genervt. Alter. Alter! Alter! Ausgeschaltet. Okay.
Nein, danke, die andere Richtung ist mir lieber. Das mit den 2 Minuten 30 schaffen wir sowieso nicht. So. Alter, komm, kann ich nicht wie im ersten Need for Speed Teil sein, dass man einfach durch die Straßensperren durchfährt? Nein, wann habe ich schon mal eine Straßensperre aufgehalten? Ja, Pursuit vielleicht, aber der hat auch noch selten. Alter! Ja klar, man überschlägt sich gleich, wenn sowas passiert. Ist ja ganz realistisch. Das Spiel ist total realistisch. Ich war kurz drüber und mich überschlägt es gleich. Alter, genau dann, wenn ich rauskomme, kommt ein Auto daher. Als wenn das alles geplant wäre. Nein, braucht er nicht, er braucht keine SUVs. Kann nicht weiterfahren. Ja, ich bin schon auf Silber. Alter, der Wagen crasht nur. Ich meine, ein bisschen unrealistischer hätte man das Spiel schon machen können. Glaubst du? Alter! Beruhig dich mal! Was? Das habe ich gar nicht gesehen! Ist mir nicht aufgefallen, dass das Zeug da ist. Alter, wie aggressiv sind die? Die zerstören doch mehr Sachen als ich! Erwischt! Frechheit! Frechheit! Die zerstören mehr Sachen als ich! Also, die Verfolgung von denen lohnt sich absolut nicht. Okay. Die Mucke hat mir kurz vor Angst gemacht. Bioware. Dann rennen, nehmen wir mal ein anderes Rennen. Oder einen anderen Wagen. Nehmen wir ein Lancia. Zum Wagen sprengen. Bin gespannt, was für Rennen es für diesen Wagen hier gibt. Ah, okay, ich hab schon schnell. Ich bin schon mit schnelleren Wagen wegen gefahren, aber. Gucken wir mal, was für Rennen es hier gibt. Nimm mit. Nee, ich wollte das erste nennen. Nein, das erste. Ja, genau. Das erste Rennen heißt Industrielle Revolution. Okay, das lernen wir gerade in Geschichte. Ja. Na. Was ist da drin? Was ist das? Ich sehe nicht. Oh! Okay, was ist das? Was ist das? Wie geil! Facepalm, ich fahr raus. Crash. Alter, was ist das für ein Monster? Ich kenne den Alien Atom 8, aber das, der ist noch schlimmer. WTF! Alter. Ah! Das geht mir alles ein bisschen zu schnell mit dem Auto hier. Ich glaube, ich will das langsamer jetzt. Alter, geht der ab. WTF. Aston Martin, ja. Ja, komm, Alter. Erwisch mich doch. Na klar, genau neben dem Baum fahr ich. Alter, sieht der geil. Ja, ich bin zu blöd, den Zaun niederzuführen. So.
Alter, es war so ein Pech, dass ich immer dann... Ja. Bentley, Continental Supersports. Okay, es ist eindeutig schwerer, dieses Auto zu beherrschen. Hier crasht man fast überall, weil der Crash so leicht irgendwie ausgeschaltet. Es ist halt schwer, denn diese kleinen Autos crashen so dermaßen schnell, dass es fast keine Chance. Und diese Autos werden so schnell ausgeschaltet. Wuhu! Geil! Also der beschleunigt so dermaßen hart. Alter, war das knapp. Warum soll ich noch reagieren? So, gucken wir mal, was das Ding kann. Gucken wir mal, was das geile Ding da kann. Ja, was? Wir hängen schon im Drehzahlbegrenzer. Verarsch mich nicht. Wir fahren mit 216. Okay, die Höchstgeschwindigkeit von dem Ding ist grausam. Das Ding hängt mit 216 im Drehzahlbegrenzer. Fahren wir mal ein kleines Rennen mit dem. So, uns den Punkt festlegen. Ja, da habe ich keine Chance gehabt. Das Auto wird da einfach so schnell kaputt, da kann ich nichts dafür. Aber er beschleunigt so dermaßen schnell. Und da unten ist auch ein Rennen für den. Und wie fahre ich da am besten ab? Von da, würde ich mal sagen. So. So. Am Chassis wird mir bekommen. Was ist das? Okay. Hier ist so ein spektakulär geiles Intro. Nicht erstmal. Ah, okay. Tschüss. Marusha. Tschüss. Tschüss. Wiedersehen. Alter, der Beschleunigung war schneller als ich. Also so schnell ist das Ding auch wieder nicht. Ich glaube nur das Handling ist relativ gut. Alter. So. Ich bin Vierter, aber den vor mir überhole ich schon noch. Den alten Shelby. Tschüss. Weg mit dir. Alter, der schaltet nicht mehr aus als ich ihn. Dabei war ich der ihn gepuncht hat. Scheiße. Vielleicht blieb zu fahren. So, aber da bin ich doch noch mal ein bisschen besser beim Beschleunigen.
So, den ersten haben wir uns auch noch. Endgeiler Wagen, endgeiles Rennen, Alter. Ja, da vorne ist das Ziel! Nein! 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 So kurz vom Ziel und dann werde ich Zweiter. Okay, macht nichts. Ich bin zufrieden. Der backt da glaube ich ein bisschen gerade. So, jetzt zeigen wir nochmal, was das Ding kann. Und jetzt. Das war doch ein genau. Das war genau 180er, Alter. Das war der geilste 180er. Nochmal 180er. Nein, der war nicht ganz. So, teilen wir mal die Stimme raus. Fireware, bye! Nein? Okay, ich wechsle den Wagen mal, wenn das wäre jetzt auch schon ein bisschen zu blöd. Oder wisst ihr was? Ich suche mal einen anderen Wagen. Ich fahre mal ein bisschen in der Gegend herum und suche andere Autos. Ich glaube, es gibt insgesamt 132, das heißt, da gibt es jede Menge zu entdecken. Ja, da steht schon einer. Ja, den müssen wir kaufen. Also wir haben Zusatzpack. Ich muss sagen, ich hatte ja früher die ganze volle Version mit diesen neuen Zusatzpacks. Das ist echt scheiße, dass jetzt die ganzen neuen Zusatzpacks kommen. Oh, die Corvette. Fresh, Alter. Ne Corvette. Fahr ich gern. ZR1 und da steht schon ein, was haben wir da? Nissan, der zum Zusatzpack gehört. Und das ist kein Nissan, oder? Klar, das ist ein Skyline. Komisch. Hat für mich kurz in Dodge Charge ausgesehen. Also wie in die neue Version. Alter, die Corvette geht auch ab. Ja, komm, erwisch mich. Nein, nicht auf Code 3. Nein! Verdammt! Okay, die Verfolgung ist schon beendet. So. Ja. Das war's mit dieser Folge. Gut. Tschüss!